Umgang mit Zusammenhangslosigkeit anderer. Mensch hat die Neigung, Zusammenhänge zu sehen. Mensch hat die Neigung, zu probieren, alles miteinander zu verbinden. Aber es gibt auch Menschen, die leiden unter Zusammenhangslosigkeit. Sie spüren irgendwie, dass die verschiedenen Teile ihres Lebens nicht zusammenhängen. Sie leiden vielleicht unter diesen unterschiedlichen Umständen. Es gibt Menschen, die sind ganz unterschiedliche Menschen in der Arbeit, in der Familie oder auch in ihrer spirituellen Gemeinschaft. Und sie leiden darunter, sie fühlen sich fast schizophren oder mehr noch als schizophren. Du könntest ihnen helfen zu erkennen, ja, es gibt Zusammenhänge. Der Zusammenhang ist das Karma und sie haben unterschiedliche karmische Aufgaben. Und es ist gut, dass sie im einen Kontext so sind und im anderen Kontext so sind. So können sie vieles lernen. Der weitere Zusammenhang ist ihre eigene Seele. Sie wachsen dadurch, dass sie in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich sind und unterschiedliche Herausforderungen haben. Wenn du Menschen hilfst, dass auch die scheinbare Zusammenhangslosigkeit doch irgendwie zusammenpasst, dann merken sie, dass doch Leben als Ganzes sinnvoll ist.